Ich baue meinen Fokus. Er es selbst. Mein RS. Ich war gerade in der Firma zugange, ne? Wo ich gerade am Arbeiten war, mein normaler Arbeitsplatz. Mein Schreibtisch, am Tourradar gucken und dann kommt dieser Chauffeur um die Ecke, was ja an sich schon mal eine sehr komische Situation ist. Was ist das? Für mich? Und du bist von Ford? Das ist mein Brief. Der war auch sehr still, anders kann man sich beschreiben, und hat ihm einfach so einen Briefumschlag gegeben. Also, war schon eine sehr skurrile Situation. Kann ja nur was Gutes sein, ich mach den nur auf. Also, Autos macht er gut, aber mit den Briefen fliege ich doch mal ran. Fortwerke geht. Ich kann schon ahnen, was es ist. So, Jean-Pierre Krämer, das bin ich in diesem Fall. Adresse passt auch. Gibt ja auch nicht so viele Jean-Pierre Krämers. Sehr geehrter Herr Krämer, hiermit laden wir Sie herzlich zu uns nach Saint-Louis ins Werk ein, um mit uns gemeinsam Ihren Ford Focus S zu bauen. Unser Fahrer bringt Sie persönlich zum Werk. Alles weitere fahren Sie vor Ort. Unser Fahrer, das bist ja wohl du, oder? Dann fahr ich mal mit, ne? Aber so richtig gesprächig bist du nicht, ne? Klamotte muss ich ja auch noch packen. Wir sind ja ein paar Tage bestimmt weg, ne? Ich will, komm mit! Ja? Chauffeur, Chauffeur! Weißt du, wie lange wir da sind? Nee, ne? Nehmen wir mal was Blaues, ne? Weil Blau, Ford, das passt doch gut, ne? Ich muss ja auch höflich sein. Und fährst du quer, siehst du mehr. Der Fokus kann ja auch driften, verstehst du? Ja. Ach komm, nee, halt die auf, das steht dir besser. Du bist ja eh. Sprichst du? Nein. Schwarz nehmen wir auch noch mit. Wir können los. Ja, gut, ich meine, das ist sein Beruf. Ich bin davon aus, der kann fahren, der Mann. Ja? Und er wird mich jetzt auch zügig nach Saint-Louis bringen. Ich war nach den dritten Rangiermanöver auf quasi einer Fläche, wo man normalerweise gar nicht rangieren muss, doch etwas überrascht und etwas schockiert und habe mich auch schon darauf eingestellt, diese Fahrt, Jean-Pierre, wird etwas länger. Der Chauffeur hat mich um den absoluten Verstand gebracht. Er hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich bin ja ein geduldiger Typ. Hat mir gedacht, komm, wer weiß, wie lange. Wer weiß, vielleicht ist er erst eine Woche in dem Beruf. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich habe die Faxen dicke. Jetzt halt die Karre an. Stell dich hin. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das dauert viel zu lang. So kommen wir niemals an, du. Schwing die raus. Da brauchst du auch nicht so gucken. Hast du selbst verdient. Und der Bus hält da vorne und ich hole dich ab, wenn ich Zeit habe. Oh, der Bus kommt. Krieg schon hin.
gerade dabei, ich feiere gerade Zeit raus. Ich denke mal, wir können eine Runde Offroad, ne? Was mir gerade einfällt, ne? Zeit rausgeholt, ist ja alles schön und gut, aber wir sollten doch Richtung Saarlouis, weil in Saarlouis wartet auf mich was viel Spektakuläres.